Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Ja, als allererstes müsst ihr euch erstmal die Werte raussuchen, die findet ihr überall im Internet, je nachdem, was ihr kodieren wollt. Also wir sprechen ja jetzt hier vom US-Tagfahrlicht, das ist ja quasi das Fernlicht gedimmt. Genau, und bei einigen Modellen ist es leider so, dass die Blinker mit ansprechen. Das hängt aber von dem Kodierindex ab und ich meine, ab CI 37 war das automatisch behoben. Müsst ihr einfach mal gucken, wie das bei euch ist. Ja, wir öffnen dazu NCX Expert. Das ist jetzt quasi für die, die schon mal kodiert hatten. Sollte jemand noch nie kodiert haben, muss er hier nochmal was anderes einstellen oder erstmal etwas anderes laden. Dafür verlinke ich einfach mal das Video in der Videobeschreibung. Und genau, da müssen wir jetzt erstmal hier, wie bei mir, das Steuergerät auswählen. Vorher das Fahrzeug oder den Fahrzeugtypen, eben den E46. Und ja, dann müssen wir das Steuergerät bearbeiten, dann müssen wir aufs Lichtschaltzentrum gehen, weil das alles darin beinhaltet ist, was wir eben machen wollen. Und genau, dann wählen wir das hier aus, Lichtschaltzentrum, da haben wir auch das Kombi-Instrument und das Grundmodul, haben wir das Kombi-Instrument und das Grundmodul, was da eben mit GM5 hinterlegt war. Jetzt müssen wir auf Kodierdaten lesen gehen, weil wir die Datei, die eben aktuell in dem Fahrzeug quasi vorhanden ist, auslesen wollen und verändern wollen. Dafür müssen wir eben quasi auf Computer gehen. Dann, also das geht halt auch nur unter Windows, ne? Dann unter den normalen Datenträger, dann habt ihr da NCS Expert, den Ordner und eben den Work-Ordner. Und da haben wir eben die TRC-Datei, die FSW-PSW-TRC-Datei, die wird frisch ausgelesen. Das seht ihr auch an dem Datum. Die öffnen wir und dann müssen wir eben erstmal ein paar Werte suchen, wie zum Beispiel Blinker dimmen, das muss aktiviert sein. Und es kann sein, dass ich jetzt gerade ein paar vergesse, aber das könnt ihr im Internet auf jeden Fall nachlesen, das ist nicht so dramatisch. Auf jeden Fall müsst ihr so ein paar Parameter, die da jetzt hinterlegt sind, diese ganzen, von ECE auf US umstellen oder umnennen, genau. Und dann oben Tagfahrlicht aktiv, von nicht aktiv auf aktiv stellen, ist ja auch klar. Genau, und unten nochmal Blinker dimmen aktiv oder aktivieren. Das ist auch so eine Sache, genau. Und ja. Das hatte ich schon mal alles gemacht, deswegen, ja, genau. Die Datei speichern wir dann ganz normal, ist es erstmal völlig egal, wo die speichert. Das müssen wir jetzt umändern, weil wir quasi das europäische Modell haben oder eben das deutsche Modell. Und wir wollen ja auf das US-amerikanische Modell umstellen, weil wir quasi das US-Tagfahrlicht haben wollen, wie der Name auch schon sagt. Und bei manchen Modellen ist es leider nicht so, dass man die Blinker einzeln aktivieren kann, die aktivieren sich selber mit. Das ist leider so, bei mir geht es jetzt einzeln, weil ich da so einen kleinen Trick habe. Und durch einen Bekannten habe ich eine veränderte Datei oder veränderte Dateien bekommen, die das irgendwie ermöglichen. Und ja, ganz großen Lob nochmal an ihn oder ganz großen Dank an ihn. Dann müsst ihr gucken. Ja, alles aktivieren, von nicht aktiv auf aktiv stellen. Das ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Und wenn ihr dann alles kontrolliert habt, dann speichert ihr das. Ich habe sie zum Beispiel direkt unter dem NCS Expert Ordner gespeichert. Und ganz wichtig ist auch, dass ihr den kompletten Work Ordner vorher, wenn ihr den ausgelesen habt, irgendwo hinkopiert, wo ihr den quasi nicht nochmal verändert, als quasi Sicherheitskopie oder als Backup. Wenn ihr mal irgendwie wieder auf normal kodieren wollt, dass ihr da nicht großartig ja, irgendwie suchen müsst, sondern dass ihr den quasi als Backup speichert und hinterher wieder verwenden könnt. Genau, dann haben wir die Datei gespeichert im NCS Expert Ordner, die wollen wir jetzt aber
in diesem Workout nachholen. Und da ist es gar nicht so schwer, denn wir müssen die TRC-Datei als MAN-Datei speichern und die originale MAN-Datei damit überschreiben. Das ist so. Ja, wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir wieder ins NCS-Expert oder in den Expertenmodus, wie es auch heißt. Und da müssen wir dann erstmal den Job ändern. Ja, als nächstes müssen wir wieder im NCS-Expert, da müssen wir den Job ändern und zwar auf Steuergerät kodieren, damit eben diese Änderungen vorgenommen werden können. Dann gehen wir auf Job ausführen und dann dauert es ein paar Sekunden und dann ist es eigentlich erledigt. Ihr dürft euch nicht wundern, bei mir ist es so gewesen, dass eben die Xenon-Brenner immer an- und ausgegangen sind und sich auch die Stellmotoren bemerkbar gemacht haben. Das ist aber ganz normal, weil da eben eine Veränderung stattfindet und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob das eventuell bei normalen Halogen-Scheinwerfern anders ist, keine Ahnung, weil ihr ja kein Xenon habt. Auf jeden Fall bei den Xenon-Modellen ist das so, da dürft ihr euch nicht wundern. Ja, so ist das. Dann müssen wir nochmal ins KK-Memory, da müssen wir auch nochmal auf Tagverlicht ECE aktivieren. Ich weiß nicht, bei mir ist es so gewesen, ich hatte jetzt nur das normale Tagverlicht, aber normalerweise müsste da auch Tagverlicht ECE hinterlegt sein. Keine Ahnung, wie das bei euch ist. Müsst ihr mal ausprobieren. Ansonsten könnt ihr das hier auch wieder deaktivieren. Und hier sind auch die ganzen Schlüssel hinterlegt. Das heißt, Schlüssel 1, Schlüssel 2, Schlüssel 3, Schlüssel 4. Und da könnt ihr zum Beispiel in den einzelnen Schlüsseln hinterlegen, ob ihr beim Anfahren oder ob der Wagen eben beim Anfahren die Türen verriegeln soll automatisch oder nicht. Das könnt ihr auch verändern. Da ist eine Schwelle hinterlegt oder eine Verriegelungsschwelle hinterlegt. Da könnt ihr dann zum Beispiel eingeben nach 20 oder nach Erreichen von 20 Kilometern pro Stunde oder nach Erreichen von 10 Kilometern pro Stunde, glaube ich. Und da könnt ihr dann jeden einzelnen Schlüssel auswählen. Also natürlich der im Zündschloss steckt, ist dann auch der, wo das programmiert wird. Und da könnt ihr das auswählen. Thank you.